zu Ende gucken. Das war der erste Film, wo ich eingeschlafen bin in meinem Leben. Ja. Ah, jetzt ist er mit Colin Murray. Colin Moriarty. Was macht der in der Schule von Springway? Moriarty reden. So weit bin ich gar nicht. Habe ich nicht einmal mit dem geredet oder habe ich den, bin ich den immer clever umgangen? Oh mein Gott, Gegner. Was macht der denn dieser? Hä? Laufe ich in die richtige Richtung? Geh jetzt einfach mal direkt auf die Markierung drauf zu, auch wenn dir nicht dem entspricht, was. Das ist relativ. So. Geht ihnen hin, wer ist das? Nein, ihr habt den. Ja. Ehrlich, das führt mich zum Megaton, aber trotzdem verstehe ich jetzt nicht so ganz. Da fliegen ja Vögel rüber, wusste ich, habe ich noch gar nicht mehr im Kühlschrank. Und weiter. Da oben steht ja auch jemand, okay, auch interessant. War der Vogel schon immer da? Nicht so sicher. Ach du Kacke. Wow. Oh nein, die Ameise ist weg. Ach du Scheiße. Die hat uns ja immer. Oh nein. Warum war das blau? Stellt man sich jetzt die Frage. Das ist eigentlich eine Milchflasche. Nein, das ist eine leere Flasche, okay. Wo? Oh. Merkwürdig. Hallo Nathan. Wo ist denn jetzt eigentlich schon wieder meine Frau? Unten. Das mit diesem. Ich weiß ja, dass Moriarty denkst, da in seinem Salon ist, aber trotzdem. Ja, Jericho. Hoffentlich geht's um was wichtig. Moriarty's Saloon. Da muss der doch sein. Ist ja auch immer hier. Was haben wir. Was ist los, Schätzchen? Gop. Gop weiß das oh, vielleicht? Mann. Wie wär's mit Nein? Und ja, ich kann das ungeheure Interesse sehr wohl sehen. Was für ein. Na egal. Hä? Also. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Vielleicht als letztes, der ist doch nicht bei dieser Schule. Der müsste so hier etwa sein. So, hier sind aber nur Raider. Wie ich es erkenne. So. Den hätten wir. Der hat Kopfschmerzen. Kann ich nicht, ja, kann ich vielleicht mit der Rüstung meine Rüstung reparieren eigentlich? Nein. Wow. Erstmal geht's mir darum, wo ist er? Auch nicht im Mülleimer? In dem? Vorkriegsgeld.
Also schon lange keine lohnenswerte Einnahmequelle für mich mehr. So, und hier... Der See sieht ein bisschen mehr gut aus. Hier irgendwo... muss der sein! Sonst weiß ich nicht weiter. Nee. Das ist doch echt scheiße gerade. So, wo muss ich denn hin? Hier. Und wieder hier. Und sagst du, muss ich wieder... alles sein. Wie wäre es mit einem Handel? Hier kann ich mir... Ah, die Brücke, klar. Ich weiß es nicht so genau. Ich versuche das mal gerade kurz offscreen zu lösen, das Problem. Im Notfall muss ich mir... Aber ich, dafür gehe ich zum schlimmsten Fall. Ich glaube nicht, dass das was bringt, aber... direkt zu ihm. Da ist doch irgendwie so, dass man damit Treppen und so bla 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 hoch kann. Ich würde in dieser Stadt aber echt, das wäre die Hölle, so viel Treppen. Na, sind ja nicht mal Treppen, das sind ja so schrägen, sind denke ich mal fast noch anstrengender als Treppen, weil bei der Treppe hast du zwar diese Steine zu bewältigen, aber Hilfsmittel da ja nicht. Maggie kann ich in meine Suppe reinmachen, das schmeckt besser. Das ist Billy Queer. Hey Mann, was geht ab? Okay, ich gucke mal hinten im Raum, wo der eigentlich hingehört. Nicht. Dann gucke ich ganz kurz offscreen nach einer Problemlösung. So, da bin ich wieder. Also ich habe zwar auch eine Möglichkeit gefunden, ihn einfach zu skripten. Aber irgendwie finde ich das blöd. Ich habe eine andere Möglichkeit, nämlich die normale, dass man hier einfach an den Schrank kann. Ich bin versteckt. Dann hat man das Kennwort. Kann dann das Terminal, verliert zwar Karma, aber na gut. Wobei ich das nicht verstehe, ist eigentlich ein böser Mann, denke ich mal. Motivationslogan des Monats. Wenn es um die Wurst geht, bedeutet das, dass die Brahmin keine Milch mehr gibt. Haha, Ansässige. Ach, die da wohnen. Jericho. Jericho war ein schlimmer Junge. Ich weiß alles über ihn und Jenny Stahl. Wollte die Alte wohl den Lauf seiner Knarre so kosten lassen, während sie sich wehrte und schrie. Glück für ihn, dass seine Knarre nicht losging, sonst hätte er sich... ein scheiß Ärger mit dem Stahlclan eingehandelt. Der Kerl läuft durch Megaton, als hätte er einen Kaiser samt Krone verschluckt. Sobald er versucht, diese Scheiß mit mir abzuziehen, wird die Öffentlichkeit von Jenny Zwischenfall erfahren. Er scheint sie zu mögen, also Moriarty. Leo Stahl. Vertraue niemals einem Junkie. Das habe ich im Umgang mit diesem Kerl gelernt. Spazierte rein mit der Nase so hoch, dass sie fast seine Decke kratzt. Baggert Nova an. Das gute Mädchen prügelt ihn dumm und dämlich, nachdem er sich weigert zu zahlen, ist ja klar. Fast schmeiße ich ihn eigentlich schnell raus, aber er stolpert schon selbst zur Tür hinaus. Dieser Typ könnte der Tropfen sein, den ich brauche, um eigentlich fast überlaufen zu lassen. Ja. Endestil. Hey. Dieser Kerl ist ein ganz linker Hund. Öffnet doch glatt eine Kneipe in meiner Stadt. Was für ein Idiot. Ich schwöre, er führt was im Schilde. Muss mir was überlegen, um sein Geschäft einen kleinen Dämpfer zu versetzen. Bis jetzt habe ich immer noch meine Geheimwaffe Nova. Die beste Erfrischung in der ganzen Stadt. Aha.
Billy Queer, dieser unersättliche Nuka-Cola-Säufer, zeigt überall seine kleine Tochter Maggie herum, führt sie als stolzer Vater auf. Er hat sie angeblich im Mittelland aufgegabelt, wo sie hilflos herumgeirrt ist. Das kann er seiner Großmutter erzählen. Ich wette, dass der alte Billy Maggies Eltern höchstpersönlich diese Schrotladung verpasst und anschließend das kleine Mädchen an seine Trophäensammlung einverleibt hat. In dieses Drecksloch, das er als sein Haus bezeichnet. Ich sollte ihm lieber im Auge behalten. Der Church. Church glaubt, er wäre der geilste Typ überhaupt hier. Gott und die Welt rennt sie wegen jedem kleinen scheiß Holzsplitter und er saugt ihn die Kronkorken aus der Tasche wie ein Besoffener den Alk aus der Pulle. Wenn die Leute nur wüssten, dass er früher Arzt bei den Sklavenländern in Paradise Falls war, hätten sie seinen Arsch schon längst aus dieser Stadt gejagt. Aber ich glaube, ich werde mir dieses kleine wertvolle Detail für später aufheben. Ja. Besucher. Erstmal Rechnung. Jericho hat 32 Kronkorken gönnt, verdammter Schnorrer. Das ist relativ wenig. Doc Chuck, 14 Kronkorken. Aha, auch relativ wenig. Nathan, 8. Auch relativ wenig. Stockholm, 8. Ja, und Sofa hat 8 Kronkorken schon. Kann ich den alle bezahlen? Hier nix. Wer ist Mr. Burke? Was? Dieser Kerl ist ein Spinner, erste Klasse. Eines schönen Tages, als ich gerade den Tresen wische, tauchte der Wichser aus dem Nichts auf. Ich hörte nicht mal, wie die Tür aufging. Erzählte mir was von einer großartigen Möglichkeit und einem Kerl, auf den er hier warten müsse. Mir egal, solange er für seine Drinks bezahlt, kann er von mir aus hier bleiben, bis diese verdammte Bombe das ganze Zentrum ins Jenseits befördert. James Ward 101. So kam aus heiterem Himmel James zurück nach Megaton, weil er ja schon früher einmal bei mir war. Er fragte mich, wo zum Teufel er sich ein Bild... Nee. Fragte er... Weil er schon mal früher bei mir war, fragte er mich, wo zum Teufel er sich ein Bild der Lage machen und herausfinden könne, was hier vor sich geht. Ich erzählte ihm von Galaxy News Radio in den Ruinen von Washington DC und diesem Kerl Sweet Dog. Dann verschwand er wieder, so plötzlich wie er gekommen war. Ich kann mich nicht noch an das erste Mal erinnern, als er hier war. Vor fast 20 Jahren. Ich konnte es nicht fassen, dass James aus freien Stücken in einen Vault hinein will. Aber er wird wohl seine Gründe gehabt haben. Er kam mit einem kleinen Kind, einen dieser Babys, die nicht eine Minute lang den Rand halten können. Normalerweise hätte ich jemanden sofort wieder rausgeschmissen. Aber irgendwie war er einfach zu Wort gewandt. Dann verzog er sich plötzlich in Vault 101 und taucht fast 20 Jahre nicht mehr auf. Netter Kerl, aber ein bisschen zu geizig mit seinen Kronkorken. Na dann... Weiß ich ja jetzt die Information. Gut, dass mir das Intendant geholfen hat, diese Information zu finden. Platz des GNA-Gebäudes. Achso, ich dachte schon, irgendwas Gefährliches. Bevor ich nämlich jetzt einsteige in die Story, werde ich nochmal ein Cut machen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!